Hallo und herzlich willkommen. Ja, moin, Tag, Servus und Hallo. Es geht mal wieder weiter mit einer Kreuzworträtselrunde und es ist mal wieder einer dieser Tage, an denen ich nicht alleine rätseln werde und sozusagen competitive Kreuzworträtsel mache. Und deswegen werde ich mal gleich mal, bevor ich anfange, das Codewort in den Raum schmeißen. Etüde! So, und es kann losgehen. Was haben wir denn hier so? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Südamerikanisches Lama. Vornehm plaudern. Small talken. Bitte nicht. Machen wir erstmal das. So, außerdem kleine Menge. Prise? Tatsächlich. Cool. Dann haben wir hier die Limousine natürlich. Limo. Elend ist Not. Mineral bin mir noch nicht sicher. Kurz für Satellit ist satt. Postgut ist natürlich. Haben wir gerade tatsächlich erst eins bekommen hier. Ist ein Paket gewesen. Mineral. Nee. Kurort in Belgien. Oh Gott, das weiß ich doch wieder nicht. Grautier ist ein Esel. Ist Spa ein. Oh! Sehr cool. Okay. Leibesmitte. Könnte der. Nee, könnte nicht der Bauch sein. Glückspflanze ist natürlich wieder der Klee. Bedeutungslos, nichtig, egal, nihil. Echt jetzt? Nee, das wäre auch. Okay, aber das L stimmt schon mal. Französisch für Ländereien. Oh, das weiß ich doch nicht. Das weiß ich doch nicht. Ich weiß auch noch nicht, was. Südamerikanischer Staat. Das ist da wieder wohl P. Peru. Nee, Peru. Der Auerochse. Ja, ich weiß es nicht mehr. Das ist aber Romeo. Aha, maßgebend. Kolossal, nee. Glaube ich nicht. Ein Ereignis ist auch. Da gibt es auch das englische Wort Event für. Gesichtsteil ist natürlich die Nase. Kleiner Raum an Bord. Boah, ja, weiß ich auch gerade noch nicht. Hab ich gerade noch nicht. So, was haben wir denn hier? Westafrikanischer Staat. Westafrikanisch, oh Gott, ja. Ich versuche gerade mir die Weltkarte von Pandemic, hier von. Nicht Pandemic. Plague Inc. Ach ja, erstmal machen wir die nordische Gottheit. Mittlerweile habe ich es verstanden, das ist der Ase. Atomreaktor müsste ich eigentlich wissen, aber noch. Was ist das denn, das Mineral dort noch? Ich weiß es noch nicht. Wir nehmen erstmal das Ackermaß. Früher als ist vor. TV ist die Abkürzung für das. Das Kerzenmaterial, oh Gott. Wird Kreatin. Nee, ach Quatsch. Das ist ja. Da steht ja. TA. Nicht Reha. Eilschritt. Eilschritt. Oh Gott, jetzt wird es langsam. Hochgebirgig. Das sind ja Worte. Das sind ja wirklich Worte. Vornehm plaudern. Aber ich vermute mal. Also, irgendwie. Ah, okay. Hämatit. Hämatit. Hätte ich nicht gewusst.
Hätte ich echt nicht gewusst. War geraten. Gebe ich zu. Vielleicht finde ich dazu ja was auf Google. Stimmzettelbehälter ist natürlich die Urne. Ja. Ich glaube, irgendwas mit Iren am Ende. Vornehm plaudern ist ja sicherlich nicht verlieren. Aber es muss nicht stimmen, das I. Die Leibesmitte. Ja. Noch weiß ich's nicht. Noch weiß ich's nicht. Ach, das ist das Alpaka natürlich. Natürlich. So, was ist Französisch für Ländereien? Oh, weiß ich noch nicht. Verehrung ist doch nicht der Applaus, oder? Ach nee. Das geht ja auch gar nicht. Das wird auch anders geschrieben. Das wird mit Doppel-P geschrieben. Ich möchte nichts sagen. Maßgebend. Oh Gott. Ich probiere erstmal was hier. Ul. Uchs. Ur. Der Auerochse war Ur. Mhm. Das haben wir schon mal. Mhm. Das ist tatsächlich mal wieder eins. Banal ist hier gemeint. Ah. Okay, Artisten. Was könnten Artisten noch sein? Ich habe so viel, was ich momentan noch irgendwie. Warte mal, höchste Wesen sind natürlich die Götter angeblich. Als Atomreaktor, also Atomreaktoren bezeichnet man auch als Meiler, soweit weiß ich das. Dann weiß ich jetzt auch den Start hier. Ah, es geht wieder voran. Ich würde mal sagen, das schon mal. Eilschrift. Ach, Eilschrift. Nicht Schritt. Schrift. Ah. Ich habe keine Ahnung, was das hier für ein Material ist, also muss ich raten. Aber schnell geraten, wie es aussieht. Stearin ist ein Kerzenmaterial, wie wir sehen. Was ist denn hier? Da brauche ich gerade bestimmt länger. Ach, hochgebirgig ist alpin natürlich. So. Asig? Echt? Wenn die das so sagen, dann ist das so. Wenn die das so sagen. Oh. Perlieren? Polieren? Parlieren? Parlieren? Parlieren, okay. Dann ist das wohl so. Oh, hier, das ist sowas bestimmt, was man wissen müsste. Leibesmitte. Oder hier der. Ich habe das Gefühl, da kommt vielleicht ein K hin.
der Velkus. Nein. Okay. Hiltus. Warte mal, was hatten wir noch nicht? A, E, I, U und ein O. Ah, Ultus. Der Kultus, natürlich. Ach, na Mensch. Ja. Artisten. Das hätte ich eigentlich, das müsste ich eigentlich noch wissen. Artisten. Das mit A anfängt. Ich weiß es noch nicht. Ach so, ja, die Leibesmitte, jetzt habe ich sie auch endlich. Ach Mann. Ländereien. Ich habe keine Ahnung, tatsächlich. Ich probiere einfach irgendwas. Nee. Probier mal einfach irgendwo. Irgendwo hier muss ja ein. Ein Vokal irgendwo mal bleiben. Okay. Okay. Dumme. Ach, natürlich. Okay. Ländereien sind also, ist Domain gemeint. Okay, ah, jetzt habe ich's auch. Puh, das war schwierig. So, wie lange haben wir gebraucht? Wie lange ist es? Oh Gott, ja. Schwierig, aber ich habe mir das Recht verdient zu rufen. Fertig! Oder hast du jetzt auf mich gewartet? Ich war nicht der Einzige, der es schwer hatte. Das ist schön. So. Ja, tatsächlich. Also, ich war 4 Worte schneller. Die beiden gehören zum Beispiel dazu. So. Gucken wir mal. Vielleicht schaffe ich jetzt in der Zeit noch das Lösungswort. Ach, das ist ja fies. Okay, das ist das. Das ist, aha. Okay. Ja. Okay, eine Handharmonika. Okay, weiß ich, ja. Wenn ich das mal wüsste. Oh. Okay. Wird ja ein interessantes Wort werden. Das wird ein interessantes Lösungswort. Ein
alkoholisches Getränk. Oh Gott. Wodka, Gin, Whisky. Je nachdem, es könnte das sein. Das ist das Wort. Schon wieder das. Oh Gott. Mein Hut, der hat drei Ecken. Okay, also welche Buchstaben habe ich denn jetzt? Das könnte das sein. Versuchen wir es mal. Also die 7, die ist mir noch nicht klar. Unhandliche Fracht, das weiß ich gerade noch nicht. Aber ich weiß, was das ist. Alkoholisches Getränk, oh Gott. Oh Gott. Ich weiß den Buchstaben, ich weiß auch den zweiten hier. Den vierten weiß ich auch. Glaube ich zumindest. So, und das ist also. Da sind so viele Vokale drin. Das kann doch nicht sein. Das ist doch. Also, wenn ich mich jetzt nicht irre, war die Nummer 4. Ich würde mir fast mal rausnehmen. Nee, ich behalte das im Kopf. Also, das hier weiß ich übrigens noch nicht, aber. Das hier könnte ein K oder ein H sein. Wobei ich eher für ein K. Ich habe gerade ein fertig gehört, bin aber leider selber mit meinem Lösungswort noch nicht durch. Naja, gut. So, also das ist hier auf jeden Fall das. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich habe das Lösungswort. Ich würde einfach mal einen Tipp abgeben. Das Lösungswort ist Hyänen. Also, was anderes fällt mir nicht dazu ein. Versuchen wir mal rauszufinden, ob das stimmt. So. Buja, das ist schon mal richtig. Schutzsuchender ist nämlich der Asylant. Deswegen habe ich mich gefragt, welches Wort hat denn bitteschön. Sieht denn so aus? So. Hinreichend wäre nämlich dann genug. Ja, alkoholisches Getränk weiß ich noch nicht genau. Backhaus ist. Wow, ist die Bäckerei. Und dann. Seht ihr schon, wo ich drauf hinauslaufe, ne? Also ich glaube, Hyänen ist das Lösungswort. Alkoholisches Getränk, das müsste ja ein N hier haben. Und hier ein A. Ups, nicht überschreiben. Ja. Allee. So, alkoholisches Getränk. Hier haben wir... Warte mal. Der Türhaken hat ja dann... Ist ja gar keine Klinke. Huch. Ja, wie heißt die Kühlerfigur? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mit Rolls-Royce nichts zu schaffen und ich... Ich merke auch gerade, mein Bottich ist auch kein Eimer.
Meine Güte, was hab ich denn alles falsch? Macht aber nichts, macht nichts. Eine Kanne würde ich nicht als Bottich bezeichnen, tatsächlich. Englisch für Stadt ist Town. Numerus Clausus ist natürlich der NC. Und der Bottich ist die Wanne. Ah, der Nachhall, würde ich jetzt mal sagen, ist es dann. Das ist die Resonanz. Huch! Interessant, was ich alles so nicht rausbekommen habe und trotzdem bin ich auf das Lösungswort gekommen, wie es aussieht. Tohubavohu ist das Chaos, natürlich. Jetzt geht's richtig los. So, hier kommt ein E hin, dann haben wir hier nämlich wieder Senegal als westafrikanischen Staat, wie gerade eben schon. So, heftiges Arc, dementsprechend haben wir hier ein R, dann amerikanische Basketball-Liga ist die NBA. Vorsicht, da gibt es nämlich dann auch noch dieses andere Ding. Moment. Ja, nee, aber ist nicht... Ist die Basketball-Liga nicht die NBL gewesen und die Association dazu war die... Das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal. Und dann stand da nicht NBA, sondern NBL. Leute, das ist wieder einer dieser Momente, wo ich mich mal rechtmäßig über den Typen aufregen darf, der diese Sachen hier schreibt. Ich würde den zu gern kennenlernen. So, Arbeitskleidung ist ein Kittel. Ich weiß hier, wir hatten schon mal so ein Thema mit der Basketballliga oder mit irgendeiner Liga, wo am Ende hier ein L statt einem A war. Na, auf jeden Fall, was könnte das denn sein mit dem... Ist das ein Early? Nein, ist es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die Kühlerfigur von Rolls-Royce heißt. Ganz ehrlich, ich werde nie einen fahren. Schon... Was? Verzeihung? Was? Okay. Also wie gesagt, ich werde niemals einen Rolls-Royce fahren. Schon aus Prinzip. So. Oder habe ich... Ach so, ich habe gerade erst verstanden, beweis es, aber ich glaube, es war... Ich weiß es. Ah, das, Deutsche Bundespost klingt wie DBP. Ist es auch. Süddeutsch Brauerei. Bräu. Keine Ahnung. Planet. Würde ich jetzt mal Mars tippen? Ja, ja. Island. Passionsspiel. Ja, warte mal, das ist wirklich Bräu. Was haben wir denn hier? Unhandliche Fracht. Sperrgut. Natürlich. Oh Gott. Ich glaube, das ist das. Dann haben wir hier... Ja, ich dachte mir schon, die Kühlerfigur von Rolls-Royce wird wohl so einen Namen haben. Ich kann mir gerade darunter nichts vorstellen. Ich weiß nicht, ob da wirklich eine Frauenfigur oder irgendwas sowas oder Mädchen oder was auch immer da dran ist. Keine Ahnung, so sehr habe ich mich mit den Autos nicht beschäftigt. Und tatsächlich würde ich es auch nicht machen. Ich bin halt kein Autofan. Fertig. Gliederfüßler könnte eine Krabbe sein. Ist es aber nicht. Oder, ach so, mehrere Gliederfüßer. Das sind Krebse dann. Ganz easy. Positive Vorschriften. Ja. Ja. Noch nicht. Barium. Ja, ist das chemische Element. Von da an. Seit. Oh Gott. Bewegung. Ist die Motorik hier gemeint, wie es aussieht? Tschüss. Adieu. Adieu. Natürlich, das sollte kein O sein, sondern ein... Ach Mann. So rum wird das geschrieben. Richtig, richtig. So, positive Vorschriften. Gebote.
Ja, ich dachte nämlich auch gerade an die Straßenverkehrsordnung. Da gibt es Gebote und Verbote. Und wie es aussieht, ISL, so, nee, ist das wirklich das Länderkennzeichen? Tatsache. Und wir sind durch. Lösungswort erraten, ohne einen einzigen Buchstaben drin zu haben. Sehr schön. Und damit hat sich der heutige Tag relativ schnell wieder dem Ende geneigt. Es gäbe noch rein theoretisch ein drittes Kreuzworträtsel. Das war irgendwie das Preisrätsel. Ich glaube, das hänge ich jetzt einfach mal mit dran. Blüpp. Preisrätsel. Was haben wir denn hier? Hier würde ich jetzt einfach mal nur das Lösungswort rausfinden. Oh. Das ist jetzt so von der Gliederung ein wenig nicht so. Versuchen wir es trotzdem mal. Es folgt ein kleiner Schnitt, denn mir ist so aufgefallen, dass ich ja dann sozusagen die Lösung verbreiten und veröffentlichen würde. Und dementsprechend kommt das im morgigen Video, wenn dann die Woche rum ist und es sowieso egal ist, ob alle die Lösung kennen oder nicht. Es ist mal wieder fertig. Ja, und war doch ganz schön. Lief nicht zu lange. Wir haben wieder was gelernt, glaube ich. Freut mich. Freut mich wirklich sehr. Und es würde mich auch wirklich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder da seid zu dieser wunderschönen, hoffentlich wieder relativ angenehmen Rätselrunde, bei der man sich über höchstens ein Wort mal aufregen könnte. Nein, Quatsch. Tue ich natürlich nicht. Also mache ich höchstens so zum Spaß. Also ich glaube nicht, dass ich da wirklich dem jenigen, der das schreibt, dass ich den so sehr kritisiere. Nur bei manchen Stellen, da frage ich mich wirklich, kann man das noch so nennen? Aber man kann das noch so nennen. Anscheinend ist das Rätsel ja lösbar, wenn man genug rumrät. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye bye.